So, hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play GTA San Andreas. Der ehrenhafte Heva KitKat ist heute nicht auf meiner Seite, aber ich habe trotzdem heute einen anderen Besuch da. Es ist Mr. W. Hallo. Genau, Mr. W. kennt sich in dem Spiel wunderbar aus, fast genauso gut wie ich. Natürlich kann sich niemand so gut auskennen in dem Spiel wie ich, aber er ist trotzdem da und gibt seinen Senf heute dazu ab und begleitet mich heute. Das werden wir noch sehen, wer sich hier mehr auskennt. Ja, das werden wir noch sehen. Würde ich auch sagen, aber ich würde, was ich jetzt gerne machen würde, das allererstes ist, wir gehen erstmal zum Binko und decken. Ich muss gleich zum Binko, das glaube ich eigentlich. Ich will mich einfach nur umziehen, damit ich wieder zu meinen alten, gewohnten Gangster-Outfit da. Ja. Wenn du da jetzt rein hättest wollen, dann wäre das gut gewesen. Ja du, was ich gerade gemacht habe, ist, ich wollte ein Wheelie machen, während ich voller Fahrt bin und lenke gleichzeitig. Das passiert dann. ich glaube, unser Haus haben wir noch gar nicht angeschaut, so, ne? Das sollten wir vielleicht machen. Unter dem Fernseher, wenn wir schon darüber reden, wer sich hier mehr auskennt, ja, das dürfte ist eine Y-Box liegen. Ich weiß, das ist richtig. Da kann man wirklich drauf, man kann ein Spiel im Spiel spielen, das wusste ich. Play natürlich. Genau. Oh Gott. Ach, lustig. Ja, damals, sowas hat man damals gespielt, ne? Also 1992 spielt das ja, ne? Das Spiel. Das ist schon echt. Hättest du Hammer. Das gewusst? Natürlich. Ja, ich kenne GTA San Andreas in- und auswendig. Natürlich kennst du das. Ja, nein, Gott, wir sollten das lassen, weil wir spielen jetzt hier nicht Day Growlet from Uranus. Nein, das tun wir nicht. Das wäre, sonst, wir machen jetzt hier kein Let's Play von. Ein Retro-Let's Play. Retro-Let's Play. Egal. Genau, wir gehen in den Kleiderschrank rein. Wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Dann haben wir nicht. Doch, haben wir. Natürlich haben wir. Natürlich. Natürlich. Ja. Immer. Immer, egal, wo du bist. In der Gangsterbude muss ein begehbarer Kleiderschrank. Genau, wir dann hier stellen unser schwarzes Tanktop an. Gewohnt. Wie gewohnt. Ja, tragen. Es ist immer manchmal sehr verwirrend, wenn Leertaste Enter, das ist manchmal gut, dass es immer da steht oben, was man machen muss, um das zu bekommen, was man will. Das waren die Woodland-Hose. Ja, so Tarn. Ja, genau, ja. Ich weiß schon, was ich gekauft habe. Ja, ja. 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 Kannst du ein paar Weisheiten rausnehmen über das Spiel, wenn du dich schon so gut auskennst? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, ich glaube, das war das letzte Let's Play, wo du wo du getanzt hast am Anfang. Ja. Und du dann am Strand meintest, dort hinten kann man sich auch irgendwo ein Haus kaufen. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, ich habe genau gewusst, wo das Haus ist. Ja, schön, schön. Da hat man schon gesehen, dass es bei dir nur noch so schemenhaft vorhanden ist. Ja, bei mir nur schemenhaft vorhanden. Ey, du weißt, das ist diese Spraydose. Eine Kamera. Das siehst du jetzt erst? Ja, nee. Die liegen da schon immer. Ja, schon klar, dass sie überliegt, aber das, ja. Genau, mit der Kamera, wenn man jetzt hier mache, bam, zack, habe ich einen Screenshot gemacht im GTA-Ordner in meiner Festplatte. So kann man auch wunderbar Screenshots machen, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich kann zum Beispiel mein Dollarzeichen fotografieren, bam, $120. Ich kann zu meinen Homies gehen und sagen, hey Homes, was geht ab, bam, Foto gemacht. Ich kann zu dem Hydranten gehen und sagen, bam, gemacht. Und dann zu dem Penner hier, der sein eigenes Haus hat, ansonsten draußen sitzt wie so ein Penner, bam, Foto gemacht. Jetzt... Warte, bam, Foto. Ich mache die Fotokamera. Wo habe ich mein Motorrad geparkt? Du hast es auf der Straße stehen lassen. Und schon wurde es geklaut. Siehst du, man darf seine Sachen nie irgendwo stehen lassen. Na gut, wir laufen dann eben zu Emmett. Nein, nicht Emmett. Wie heißt der komische Friseur? Jetzt hau raus. Wie heißt der Friseur? Oh Gott. Du fragst mich Sachen. Ja, genau. Emmett ist der Typ mit den Waffen. Irgendein komischer Name. Ach ja. Ryder meinte, er hat noch drauf, als er dir eine neue Frisur verpasst hat. Das ist nicht immer so, weißt du das? Ach, man kann auch eine schlechte Frisur. Mhm, das kann man, siehst du, stimmt, genau, wusstest ja. du nicht, ne? Doch, ich ja, 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 natürlich. Nee, das ist folgendermaßen, ich glaube, ab einem bestimmten Wert, wenn man ausgibt, an, ich glaube, ab $250 oder irgendwie so, oder $200, je nachdem, dann gefällt dir. Sagt er entweder, Alter, ich hab doch gesagt, der alte Spinner, der ist vollkommen verrückt und durchgeknallt, macht überhaupt nur Scheiße weg und so und pipapo und tadada. Und wenn du dann über diese Summe kommst zum Ausgeben, dann sagt er, oh, ich muss alles zurücknehmen, er hat's immer noch drauf. Genau. Wie laufen wir eigentlich?
Weil wir Gangster sind. Ausdauertraining. Natürlich. Ja, wie du hier siehst, Kondition. Siehst du die Kondition da? Beim Schwimmen geht die Kondition hoch. Schön. Wir sprinten trotzdem, weil wir Gangster sind. So, wir machen wieder unsere Afro und Schnurrbart. Bin mal gespannt, ob das Tuch gleich weg ist vom Mund. Nein, das geht nicht. Aber er rasiert und bam, da ist der Afro wieder da. So das heißt, muss das. Er rasiert unter dem Tuch einen Bart hin. Ja, genau. Er rasiert auch mit dem Rasierer einen Bart hin. Also wenn ich hier bei so einem Rasierer gehen würde, dann zzzzt, Bart. Hier ist Bart. Ja, Ryan hat recht, der Typ hat's echt drauf. Der Typ hat's drauf, ja. Aber das haben ja alle, das Problem ist, das haben ja alle Friseure drauf, ne? Ach. Es sieht lustig aus mit den Tattoos, du kannst Tattoo entfernen lassen, ein Tattoo-Studio, weißt du, aber so. Ja gut, so, hopp, zack, weg. Tattoos kann man ja wenigstens entfernen, nicht? Ja. Aber nicht mit einer, wie nennt man das? Tätowierpistole. Nee. Ja, aber man muss auf, also sagen, um jetzt mal auf das Thema Tätowieren zu kommen, also so richtig weg geht es ja auch nicht, ne? Also, weil da wird ja praktisch mit einem Laserverfahren, wird da praktisch die Haut und die Metallpartikel sozusagen verbrannt. Ist erstens super, was ist das für eine? Ah, Nebenmission. Gut. Super schmerzhaft. Und zum anderen, das Ergebnis danach, ich weiß nicht, ich wäre damit nicht so zufrieden, da hätte ich, würde ich echt, ich würde, wenn mich jemand fragen würde, hey, soll ich mal Tattoo weg, und so, würde ich immer sagen, nee, lass das Tattoo da, das sieht immer noch besser aus als das ganze vernarbte Gewebe, weil das vernarbt alles. Das war immer noch die Umrisse vom Tattoo, aber es ist alles nur vernarbt. Jetzt als Narbe, nicht mehr ja, genau. Farbe. Genau. Und das ist, also bei How I Met Your Mother hat es funktioniert. Ja, da bei How I Met Your Mother. Da ist der Schmetterling weg gewesen. Ja, da ist der Schmetterling weg gewesen und hat dann eine. Alter, Suizidpolizist. Er hat sich gedacht, nee, das Leben hat keinen Sinn. Wofür war ich hin? Weiß ich nicht, du fährst irgendwie durch die Gegend bloß. Ja, das ist wieder das, wenn man redet jetzt und. Macht auch noch einen Drive-by auf irgendwelche Läden. Nein, ich wollte aber nur die zwei Munition da weg haben, weil die mich gestört haben gerade eben. Ja, so ist das. So macht man das heutzutage. Nein, ich fahre jetzt einmal zum Ammunition, damit wir nicht ganz lustig hierher gefahren sind. Und besuchen das erste Mal jetzt einen Ammunition. Ja, das ist schon. Boah. Ich glaube, der hat einen Schießstand, oder? Geruch von Waffen und Stiefeln. An dem Schießstand, glaube ich, kannst du ja auch super deine Waffenskills verbessern. Stimmt das? Kann man das? Ich glaube schon. Stimmt, kann man. Kann man. Oh, weißt du, was toll ist? Akkus, die Stroh finden, weil du kannst ja danach deine Waffenskills verbessern und dann kannst du irgendwann zwei Waffen tragen. Und dann zwei Und dann gibt es irgendwann diesen Hitman-Modus. Ja. Ja? Und wenn du zwei abgesicherte Schrot finden darfst, Hitman-Modus, und du nicht nachladen musst praktisch, keine Verzögerung hast zum Nachladen. Ey, die Leute bei der abgesicherten Schrot finden bei Hitman-Modus, die fliegen so weg, du schießt ja an, die fliegen erstmal 3 Meter. Und es ist einfach so geil, wenn du dann 2000 Munition hast, einfach du ballern kannst, 2 Minuten durchgehen. Pam, und ja, alles fliegt in die Luft und... Ich erinnere mich, ja. Schön. Schutzweste, wir kaufen uns eine Schutzweste, die ist immer gut zu haben. Wie teuer ist die eigentlich? 200, puh, doch schnell teuer, aber die leisten wir uns einfach mal, weil man weiß ja nie, es ist so unsere Lebensversicherung sozusagen. Wir haben ja jetzt, ne, Hausparty hast du schon gemacht. Hausparty habe ich schon gemacht, genau. Das war die letzte Mission, die wir gerade gemacht haben. Wurfwaffen, Granate, nein, brauchen wir nicht. Wir haben schon Granaten. Ich habe immer Schutzweste und SMG, war meine Standardausrüstung. Muss ich kurz schauen, was ich alles habe. Ja, recht wenig eigentlich. Ja gut, dann kaufen wir doch weiter ein. Und zwar SMG. Ja. Ich liebe die Waffe so, Alter. Tja. Ja, ich liebe die Waffe doch aber so. Kann ich nicht einfach abknallen und den ausrauben? Oh. Tu es nicht. Nein, das tue ich mir nicht an, ey. Was ist denn Tech 9? Oh, noch viel schlimmer. Nee, also, wird leider doch nichts. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Wir müssen natürlich Kleingeld zusammensammeln für. Nein, ich will jetzt nicht blamieren. Schade. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, irgendwelche Missionen zu machen, damit wir mal vorankommen hier, ne? Weil das ist ja Wahnsinn hier mit dir, Quatsch. Oh, nein, das will ich noch machen hier. Weißt du, was es ist? Das ist das Rennen. Genau, jetzt eine Frage dich. Nein, das wusste ich nicht genau, wie das war. Das mit dem Bike kommt erst später. Also zuerst ist das Autorennen, ja? Das müsste das Autorennen sein. Hast du die Folge gesehen? Ja. Okay. Autorennen, ja? Ich sag Autorennen. Autorennen. Ja. Ich war mir echt unsicher. Und gibt es jetzt 3 Stadien oder 2 Stadien? Da will ich auch gerade. Weil gibt, ich weiß, auf jeden Fall 2 weiß ich sicher. In hier Las Ventura und hier. Genau.
Das gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es in San Fierro... Es gibt das eine Autorennen, wo man, glaube ich, so eine wie... Der Parcours ist ungefähr wie eine 8 oder so. Ja, genau, wo du so Nesca-Autos fährst. Ja. Genau. Und es gibt einen Parcours, wo du mit einem... Motocross-Maschine fährst. Motocross-Bike, genau. Aber so ein Hindernis-Parcours fährst. Und doch... Nee, es gibt In San Fierro gibt es auch was. Da fährst du Stocker. Es gibt in San Fierro auch eine Arena, ich weiß nicht wo. Da fährst du Stocker. Es gibt Stocker mit einem Crossbike, einen Hindernisparcours und das Rennen hier. Nee, du fährst mit dem Crossbike auch Rennen. So ganz normal so Motocross-Rennen halt. Dann gibt es sogar 4 Rennen, aber es gibt auf jeden Fall 3 Arenen. Ich habe mich gerade erinnert, wo die in San Fierro ist. Okay, damit hätten wir das geklärt. Ich glaube, ich könnte es sogar zeigen auf der Karte. Oh boy. Blamage coming up. Ja. So, San Fierro. Ach ja. Ja gut, das war jetzt nicht schwer. ja gut. Das haben wir nichts dazu. Genau, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Arena, weil das wird bestimmt lustig dann. Aber ich glaube, die waren sogar recht schwer, ne? Kann das sein? Die ganzen Dinger. Ich glaube, bei dem Rennen musstest du aufpassen, dass dein Auto nicht kaputt geht, oder? Genau, ja, stimmt, weil die halten noch so wenig aus, Dinger. Aber wenn du es ein bisschen drauf hast, und ich weiß, das hast du, dann musst du einfach ein bisschen aufpassen, ob tatsächlich, glaube ich, kurz die Bremse mal benutzen oder so, und dann geht es. Ja, mal gucken. Das werden wir dann gleich sehen. Also die blöden Farben unter dem Minimap irritieren mich so sehr. Ich hasse es. Mach doch die Gangkriege. So hab ich... Da kriegst du so viel Munition. Ja, schon, aber... Allein weil ich alle Gebiete eingenommen habe, habe ich so viel Munition gehabt, dass es schon gar nicht mehr angezeigt wurde, wie viel ich habe. Ach, tatsächlich? Ja. Nee, wir machen das jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal ein, zwei, drei Missionen, dann nehmen wir ein paar Gebiete ein. Und so machen wir das immer. So ein paar Missionen, ein paar Gebiete, ein paar Missionen, paar Gebiete, weil es wäre super langweilig, wenn man. Na, warte, wir können noch direkt vor die Haustür fahren. Lustig, dass hier ein Rennen ist und die ganzen Parkplätze sind leer, wenn nochmal was. Alter, ich will zuschauen. Ich will auch zuschauen. So, nachdem wir perfekt eingeparkt haben. So. Ja, das da war ja was. Es war jetzt natürlich eine Watsche in mein Gesicht. Wenn da steht, deine Fahrerskill ist nicht hoch genug. Komm später wieder vorbei, wenn du geübt hast, Noob. Ach toll. Da war es, ja. Ich habe das glaube ich, Komma erst relativ spät machen, oder? Zumindest noch nicht am Anfang. Ich glaube, solange wir in San Andreas, natürlich, Los Santos, unterwegs ist, glaube ich, wird es schwer, diesen Fahrerskill zu erreichen. Ich glaube auch, ja. Ja, den Fahrerskill kann man eigentlich so nicht sammeln, ne? Also den kann man so nicht, Den kriegst skillen. Du einfach Den kriegst du einfach im Spielverlauf, weißt du? Den kriegst du einfach dann. Ja gut, dann machen wir einfach mal, Big Smoke und seine Mission. Müssen wir nur schauen, ist sicher. Ja, warum fahren wir hier gestern? Ich muss schon sagen, du hast einen echt guten Radiosender da, ja. Es gibt zwei gute Radiosender hier. Radio X und KDST. Genau, K-Dust. Ja, so gefällt mir nicht. Ja, das war gekonnt. Ja. Gut, dann fahren wir jetzt hier links rum und dann rechts rum. Oh, die Karte ist geil, hey. Totales Superhandling. Wir haben natürlich wieder perfekt eingeparkt, so wie wir es immer tun. Und ja, hören wir mal, was sie zu sagen haben. Hey CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. Ach, downtown. Na gut, dann fahren wir mal nach Downtown. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was man jetzt machen muss. Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, was die Mission gerade war. Die erinnere ich mich gar nicht. Ich kann mich an diese Zwischensequenz erinnern, aber ich weiß auch nicht mehr, was mit der Mission war. Ja, genau. Ich weiß nicht mal, zu welcher Mission diese Zwischensequenz gehörte. Aber bei den anderen Missionen habe ich eigentlich jetzt immer... Alter, war ein Dealer. Wir hätten es zudrücken können. Hm. Naja, ist es nicht das, wo man mit dem komischen Businessman mit dem Zug verfolgen muss? Das ist das, wo du jetzt erstmal rumkämpfen darfst
und dann fährt Big Smoke auf dem Motorrad und du musst vom Motorrad aus wegschießen. Ja, stimmt. Natürlich. Das ist eine geile Mission, glaube ich. Wo ja, aber diese